und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns wieder im normalerweise schönen Tamriel, aber wie ihr seht, es ist dunkel, warum auch immer, weil draußen ist kein strahlender Sonnenschein, aber ich meine, draußen ist es ganz hell. Keine Ahnung, warum es auf Tamriel dann unbedingt dunkel sein muss. Und es ist am Regnen. Ich hoffe, das ist keine böse Prognose für unsere heutige Folge. Ich hoffe, dass wir das trotzdem alles gut hinbekommen. Ja, wir sollten die Schlangengrotte erreichen beim letzten Mal. Also hat man beim letzten Mal gesagt, da sind wir jetzt auch angekommen. So, sieht jetzt doch ein bisschen größer, direkt mal gegen die Wand laufen, ein bisschen größer aus, als ich dachte. Da hinten ist aber auf jeden Fall die Quest. Da gehen wir erstmal hin. Also das, was bei mir mit einem gelben Ausrufezeichen angezeigt wird, das müsste eigentlich die Quest sein. Oben sieht ihr es auch schon im Kompass. Hallöchen. Bei Bandars Fingern. So etwas Verwirrendes habe ich ja noch nie gelesen. Ich habe auch sowas Verwirrendes noch nicht gesehen. Ich kann mir zwar die Leute einstellen, aber ich kann nicht die Lebensbalken ein- oder ausstellen. Das ist ein bisschen verwirrend. Kann ich das auch lesen übrigens? Ah, sehr cool. Bannen der großen Schlange. Können wir das auch mitnehmen? Ja, können wir einfach mitnehmen. Ich schwöre, dass Xaxis es auf mich abgesehen hat. Oder er hält das für einen Witz. Ich habe mich darüber beschwert, wie der Dienst bei der Wache eine Verschwendung meiner Fähigkeiten sei. Und jetzt stecken wir in einer Krise, die meine Fähigkeiten erfordert und ich bin maßlos überfordert. Das hört sich wirklich nach einem Witz an. Vor was für eine Krise stehen wir? Die verdammten Meereselfen greifen an. Sowohl den Hort als auch die Grotte. Sie müssen von diesem Ort gewusst haben. Seit Jahrhunderten ist eine riesige Seeschlange in dem Becken über uns gebunden. Und jetzt hat ein Maorma Magier die Siegel gebrochen, die sie gefangen hielten. Kann man die Siegel irgendwie instand setzen? Ich weiß es nicht. Bisher konnte ich nur entziffern, dass die Siegel mittels Blutmagie erschaffen wurden. Wenn ihr die Maorma tötet und diese Blutrune mit Lebensenergie erfüllt, könnt ihr die Siegel vielleicht instand setzen. Aber hierbei geht es um noch mehr. Ich muss weiterlesen. Ihr lest. Ich nehme mir die Blutrune und setze die Siegel wieder instand. Wenn das funktioniert, schulde ich den Göttern eine Entschuldigung. Füllt die Blutrune und wendet sie dann auf die drei Siegel an. Danach müssen wir uns um das Becken der Bindung kümmern. Hoffentlich weiß ich dann, wie es funktioniert. Ich treffe euch am Tor beim Becken. Ich habe ein paar Fragen. Dann fragt, aber beeilt euch. Wenn sich diese Seeschlange befreit, dann wird sie alles an der Westküste von Walenwald zerstören, einschließlich Waldheim. Könnt ihr mir mehr über die Siegel erzählen? Die Siegel sind eigentlich kleine Wasserbecken. Elen, Ralos und Valir. Sie wurden nach denjenigen benannt, die ihr Leben opferten, um die Schlange zu binden. Mehr weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie der Magier sie gebrochen hat oder ob die Blutrune sie wirklich wieder instand setzen kann. Warum haben sie diese Seeschlange eingesperrt? Warum nicht getötet? Nach allem, was ich gelesen habe, klingt es fast so, als wäre das unmöglich. Das ist keine gewöhnliche Seeschlange. Der Text bezeichnet sie als die große Schlange. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll, aber sie war nur dadurch aufzuhalten, dass man sie hier band. Was wissen wir über den Magier der Maorma? Ich weiß nur, dass er sehr mächtig ist. Als unsere Späher sich ihm näherten, hat er sie mit einer bloßen Handbewegung zu Asche verbrannt. Ich vermute, er wusste schon vorher von diesem Ort und hat über die Siegel geforscht und auch über die Schlange. Wie profitieren die Maorma aus der Entfesselung der Seeschlange? Ich kann hier wieder nur raten, aber ich habe gelesen, die Maorma wären einst in der Lage gewesen, über derlei Kreaturen zu gebieten. Allein der Gedanke lässt mich schaudern. Aber was, wenn ihre Magier eine solche Art der Magie wiederentdeckt haben? Woher habt ihr diese Blutrune? Ihr wollt fragen, ob ich rein zufällig eine dabei habe? Nein. Ich habe sie zusammen mit diesem Text gefunden und ich darf stolz behaupten, sie sofort erkannt zu haben. Ich habe ziemlich viel über Blutrunen gelesen. Eine Art kranke Faszination, könnte man wohl sagen. Okay, dann schauen wir mal weiter hier rein. Basti, bist du noch bei mir? Ich sehe dich nicht und ich höre dich nicht. Okay. Guten Tag. Kommt und holt uns doch.
Hallo. Ich würde das Ding gerne benutzen. Hallo? Ich soll das... Das war er. Ich soll das Siegel instand setzen. Geht's noch? Doch, man sieht es aber auch auf der Karte oben. Leute. Trick Nummer 17, Rolle, funktioniert auch nicht. Och nee, kommt. Vor allen Dingen kann ich hier durchlaufen. Das ist irgendwie nie ein gutes Zeichen. Kann ich mit dir reden? Kann ich euch bei etwas helfen? Reden kann ich mit dir, aber ich kann dir nichts instand setzen. Wie soll ich das jetzt instand setzen? Leute. Ach so, tötet Feinde um die Blutruhe. Ah, ja. Warum sagen die mir das nicht einfach? Ich weiß nicht, ob die jetzt daneben stehen müssen. Der Typ kommt hier nicht rüber. Na. Okay. Viel einfacher, als ich dachte. Aber gut. Nee, hier muss ich rum, ne? Hast mich nicht gesehen. Hui. Ich befürchte irgendwie, dass wir genau falsch rumlaufen. Geh mir nicht auf den Sack. So. Hallo? Du warst tot. Für den Ruhm! Welchen Ruhm? Wir kriegen hier gerade mal ein bisschen Gold. Hier 17 Gold. Was soll das? Man kriegt normalerweise ganz viel Gold, wenn man irgendwie irgendwas Ruhmreiches macht. Aber nein. Obwohl andererseits, manche werden auch gar nicht bezahlt. Also. Der Sieg ist grausam, aber die Niederlage ist schlimmer. Ja, ne? Die Niederlage muss man irgendwie immer bezahlen. Na gut, den sieht manchmal auch. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Wir können hier hoch. Wieso sind hier eigentlich so viele Lamien drin? Ich denke, die Maoma sind hier drin. Warum sind das jetzt alles Lamien? So, einer fehlt noch, war ja wieder klar. So, jetzt können wir. Nachdem wir das dann auch begriffen haben, wie wir das machen müssen. Das ging jetzt schnell, okay. So. Dann treffen wir mal die Priesterin. Oder auch nicht, weil sich wieder irgendwelche Idioten in den Weg stellen. Ja, ist ja gut. Ich wollte doch einfach nur zum Ziel. Jetzt laufen ja auch noch welche rum. Beziehungsweise stehen hier rum. Mein Gott, ist das hier Lamien verseucht. Es hat funktioniert. Ich habe es geschafft. Ich kann es nicht glauben. Ja, und ich? Ich habe gar nichts gemacht, oder was? Habt ihr das gesehen? Der Maorma-Magier hat die Barriere an dieser Tür aktiviert, damit wir nicht zum Becken der Bindung gelangen können. Aber ich habe herausgefunden, wie man sie zerstört. Aber was ist mit euch? Habt ihr die Siegel repariert? Ja, die Siegel sind instand gesetzt. Was müssen wir sonst noch machen? Wir müssen nach draußen zum Becken der Bindung und die Energie bündeln, um die Schlange erneut zu binden. Ich habe alles gelesen, was ich finden konnte. Aber das hier ist alte, wilde Magie. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Und falls der Maorma-Magier da draußen ist, nun, ich kann ihn auf keinen Fall besiegen. Ich werde mich um den Magier kümmern. Ihr müsst die Seeschlange wieder binden. In Ordnung. Wenn das klappt und ihr den Maorma-Magier besiegen könnt, müsst ihr noch etwas für mich tun. Setzt die Blutrune ein, um das letzte Siegel zu aktivieren, sobald ich euch Bescheid gebe. Das wäre dann alles. In Ordnung. Wir schaffen das schon. Ja, in Ordnung. Packen wir es an.
Boah, diesen Satz sollte man wirklich komplett aus dem Gedächtnis der Menschen verbrennen. Bei Öfres Knochen, was zum Reich des Vergessens macht er da? Wir müssen ihn aufhalten. Beeilt euch! Ich lauf ja schon, ich eile, ich fliege. Oh. Ich werde den Zauberspruch zur Neubindung beginnen. Ihr kümmert euch um diesen Magier. Jetzt benutzt die Blutrune mit dem letzten Siegel. Schnell! Aber ich will mir doch erstmal die Schlange angucken. Die sieht cool aus. Das ist ja gut. Ich wollte doch nur einen Screenshot machen. Jetzt ist die Schlange weg. Blöde Priesterin. Bei zu Ends süßer Gnade. Wir haben es geschafft. Die Schlange ist wieder gefangen. Zuerst muss ich sagen, dass es mir leid tut, dass ich die Götter je angezweifelt habe. Dann verspreche ich, dass ich nie wieder sagen werde, dass Wachdienst unter meiner Würde ist. Niemals. Was ist mit dem Rest der Maoma? Ich glaube, ich habe alles in meiner Macht Stehende getan. Ihr seid ganz schön zäh. Zumindest zäher als ich. Vielleicht seid ihr ja schon für den nächsten Kampf bereit. Aber ich brauche noch ein paar Minuten. Aber macht nur weiter. Mit euch an unserer Seite wird diese ganze Sache mit den Maoma schnell vorbei sein, denke ich. Ja, das war jetzt in der Tat nicht besonders viel. Ach, jetzt habe ich gar nicht geguckt, was wir eigentlich bekommen haben. Wir haben den Stab der Schlange bekommen. Einen Blitzstab von Kleidung des Schattentänzers. Das können wir auch direkt mal binden. So, dann ist die Frage. Wir sind hier unten und wir müssen nach da oben hin. Ich würde sagen, dann reiße ich mal eben schnell nach oben und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir. Die Stunde unseres Ruhms ist nah. Rasumdar hat mir von eurem Kommen berichtet und ich habe unsere Umstände in Anbetracht dessen vorsichtig erwogen. Ich habe das größte Vertrauen in eure Fähigkeiten und ich bin mir sicher, dass euer Kommen eine Prophezeiung unseres Sieges ist. Ich bin froh, dass man so sehr auf mich vertraut. In der Tat. Es gibt viele Soldaten, an deren Seite wir beide schon gekämpft haben. Und die Kunde von Heldentaten wie jenen, die man euch zuschreibt, verbreitet sich rasch. Ich habe den Augenblick herbeigesehnt, euch einmal persönlich zu treffen. Und ich freue mich, dass es nun endlich soweit ist. Dies, meine Freundin, ist die Ruhe vor dem Sturm. Unseres Sturms. Die Maorma glauben, die Geiseln, die sie genommen haben, würden uns am Handeln hindern. Aber wir lassen uns von ihrem feigen Treiben nicht einschüchtern. Wir werden handeln. Und zwar entschlossen. Wie sieht der Plan denn aus? Wir stürmen in ihr Lager, retten die Geiseln und schlachten ihre Befehlshaber ab. Dieser törichte Speer, den wir gefangen haben, hat uns ihren Aufenthaltsort verraten. Ihr und Rasumdar bildet die Speerspitze unseres Angriffs. Einer von euch kümmert sich um die Geiseln, der andere übernimmt die Befehlshaber. Wir können das schaffen. Noch mehr tapfere Soldaten kommen aus Marbruck. Wir sammeln sie hier und bereiten uns auf einen Frontalangriff vor. Wenn ihr fertig seid, dann entzündet das Feuer im Leuchtturm. Das wird unser Signal für den Angriff sein. Dann werden wir diese Schweine wieder aufs Meer treiben. Wer sind diese Geiseln, die sie festhalten? Ulmion, Meratille und Bashira. Alle sehr einflussreich auf ihre Art. Wir müssen sicher gehen, dass sie befreit wurden, bevor wir einen umfassenden Angriff beginnen. Wer ist Ulmion? Der Mann von Faril, der Baumtane von Waldheim. Ein Kämpfer und Spurenleser, der es mit jedem Waldelfen aufnehmen könnte. Das zeigt nur, wie sehr Pelidil selbst die Besten unter uns auf dem falschen Fuß erwischt hat. Wer ist Meratille? Eine angesehene Adlige aus Sommersend. Sie war auf ihrem Weg nach Eldenwurz, um sich mit dem Talmor zu treffen. Ihr könnt euch die Probleme denken, die es verursachen würde, wenn ihr etwas zustieße. Wer ist Bashira? Hier in der Gegend nennen sie ihn die fette Katze. Der reichste Händler von Waldheim. Aber glaubt ja nicht, sein Einfluss wäre nur auf diese Stadt begrenzt. Geld kann so manches bewegen, wisst ihr? Ich möchte euch noch etwas anderes fragen. Noch mehr tapfere Soldaten kommen aus Marbruck. Wir sammeln sie hier und bereiten uns auf einen Frontalangriff vor. Wenn ihr fertig seid, dann entzündet das Feuer im Leuchtturm. Das wird unser Signal für den Angriff sein. Dann werden wir diese Schweine wieder aufs Meer treiben. Weshalb die Kommandanten der Maorma? Die Maorma kämpfen als eine Einheit. Wie bei einer Mannschaft, die dem Kapitän ihres Schiffs treu ergeben ist, folgen die Maorma den Anweisungen ihrer Kommandanten, ohne zu zögern.
Beseitigt die Kommandanten und sie verfallen in Unordnung. Zumindest lange genug, dass unser Angriff sie überwältigen kann. Was werdet ihr mit dem Speer machen, den ihr gefangen habt? Er ist ein Kriegsgefangener. Daher wird er natürlich entsprechend behandelt werden. Es sei denn, er unternimmt einen Fluchtversuch. In diesem Fall graben wir ihn bei Ebbe bis zu den Schultern am Strand ein und lassen das Meer über sein Schicksal entscheiden. Ja, das klingt doch nett. Wir sollten tun, was wir am besten können, ja? Das sollte lustig werden. Major Sirenve möchte, dass wir die Aufgaben untereinander aufteilen. Ausgezeichnet. Viele Gelegenheiten für Heldentum, Abenteuer und spannende Geschichten hinterher. Also, meine Freundin, was soll es denn sein? Werdet ihr euch um die Geiseln kümmern oder ihre Befehlshaber ausschalten? Mir ist das grundprinzipiell egal, wobei ich jetzt einfach immer eh geklickt habe, wenn ich das mehrfach gemacht habe. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal, ich rette die Geiseln und sorge dafür, dass sie unbeschadet entkommen. Ras stört es nicht, sich schmutzig zu machen. Man kann getrost sagen, dass Ras Blut gut steht. Nehmt Larnils Rüstung, falls ihr glaubt, dass ihr unentdeckt bleiben könnt. Sie ist zwar nicht sehr kleidsam, aber zumindest werdet ihr darin nicht weiter auffallen. Was soll ich mit den Geiseln machen, sobald ich sie finde? Ras hat genau die richtige Sache zusammengekocht. Unsichtbarkeitstränke. Ach, aber ich darf die nicht benutzen. Für jede Geisel. Gut für verängstigte Nichtkämpfende. Eine Verschwendung für so talentierte Meister unseres Fachs wie uns. Ja, natürlich, Ras. Danke, passt auf euch auf, Rasumdar. Immer. Ras sieht euch dann am Leuchtturm, sobald unsere Aufgaben erledigt sind. Mögen helle Monde eure Schritte leiten. Mhm. Gut, wenn ich das denn, ihre Sachen so, wenn ich das denn nehmen könnte. Dann probieren, ja, das war die falsche Taste, dann probieren wir das doch mal eben aus. Mal schauen, wer sich denn hier so unter das Licht führen lässt. Wahrscheinlich die Fackelträger da unten wieder nicht. Nehme ich mal an. Da ist schon ein Fackelträger. Ja, der lässt sich nicht hinters Licht führen. Die anderen sind gelb. Bleibt der jetzt da stehen oder läuft der hier rum? Alter, ernsthaft? Bleibst du da jetzt stehen? Da ist wieder ein... Geht der auch noch hier rum? Willst du mich jetzt verarschen? Aber der andere geht wieder weg. Nee, da hinten steht noch einer. Boah, wie viele sind das bitte? Ich meine, normalerweise würde ich jetzt hier reinlaufen und einfach durchstürmen. Aber es würde mich jetzt mal interessieren, wie gut man hier vorbeikommt. Wenn man eben nicht kämpfen möchte. Also sprich, wenn man die Verkleidung hat. Ich habe es, glaube ich, nur am Anfang mal ausprobiert und danach habe ich es nicht mehr gemacht. Deswegen... Oh, das sind alles gestohlene Sachen. Schade, schade, schade. Aber das Bücherregal können wir lesen. Ist hier irgendwo ein Buch, was ich mitnehmen sollte? Sieht nicht danach aus. Doch, da. Helden des Hortes. Wenn ihr es lesen möchtet, ihr wisst ja, einfach kurz Pause machen und dann könnt ihr das Ganze lesen. Hallo? Ihr habt meine Bindungen durchschnitten? Ja. Ihr gehört nicht zu ihnen, oder? Nein. Das merke ich. Bitte, holt mich hier raus. Ich bin eine Agentin der Königin. Ich bin hier, um euch zu helfen. Es war schrecklich. Ich trank gerade ein nettes Gläschen Wein mit Bashira, als plötzlich... Augenblick, hat er mir das etwa angetan? Ich glaube nicht. Sie haben auch ihn entführt. Wie grässlich. Ich habe sie belauscht, wie sie darüber redeten, dass das hier nur eine Ablenkung wäre. Wissen eure Verbündeten davon? Das ist im Augenblick nicht so wichtig. Trinkt dies und rennt zur Brücke. Dort werdet ihr sicher sein. Ein Trank? Ich verstehe. Vielen Dank. Spielt nicht zu sehr die Heldin. In Ordnung? Ich würde euch gern unter etwas angenehmeren Umständen wiedersehen. Ja, können wir gerne machen. Aber ich würde... Schwupps, ist sie verschwunden. Fällt das jemandem auf, wenn einfach so die Tür aufgeht und keiner rausgeht? Okay, hier oben läuft jetzt gerade keiner rum, so wie es aussieht. Doch, da hinten.
Das ist genau da, wo ich natürlich hin muss. Also müssen wir den mal im Auge behalten. Ich weiß, dadurch dauert das Ganze ein bisschen länger, aber wie gesagt, ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich habe es nämlich sonst... Doch, ich habe es, glaube ich, schon mal gemacht, dass ich da so durchgeschlichen bin. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Der bleibt hoffentlich da oben. Wir müssen nämlich hier kurz rein. Hallo! Ist jemand zu Hause? Ist wahrscheinlich oben, so wie es aussieht. Die dicke Katze, oder was haben sie da gesagt? Ich habe dem letzten von euch Idioten gesagt, dass es mir im Moment mehr als gut geht. Hab Dank. Ich würde ein wenig Privatsphäre sehr zu schätzen wissen. Ich gehöre zum Dominion. Ich bin hier, um euch zu retten. Mich retten? Ha, vor gutem Wein? Gepökeltem Schweinefleisch und reinem Skoma vor dem Schlafengehen? Ihr werdet hier gefangen gehalten, oder nicht? Man hält Bashira nicht gefangen. Man versucht bestenfalls einen möglichst reizvollen Ausgang mit ihm auszuhandeln. Ja, ich wurde gemeinsam mit den anderen entführt. Aber kaum haben sie mir den Sack vom Kopf gezogen, hatte ich mich auch schon in eine viel bequemere Situation für mich gefeilscht. Was meint ihr? Ein einfaches Versprechen, die Bemühungen meiner Gastgeber mit etwas Gold zu unterstützen. Im Ausgleich für Schutz und Wohlbefinden. Falls sie siegen, halte ich mich daran und verliere auch unter der neuen Herrschaft meine alte Stellung nicht. Falls nicht, bin ich gerettet und nichts ändert sich. Versteht ihr? Bashira gewinnt immer. Also, normalerweise würde ich sagen, ich kann euch nicht hier lassen. Das Dominion steht kurz vor dem Angriff und ihr könntet ins Kreuzfeuer geraten. Aber natürlich schüchtern wir ihn ein, um das Ganze ein bisschen abzukürzen. Das Dominion ist schon hier. Ihr glaubt doch nicht etwa, ihr werdet entbehrlich, sobald der Kampf beginnt? Was? Die Schlacht hätte nie hier stattfinden sollen. Der Plan bestand darin, Waldheim anzugreifen. Das Dominion hätte nie erfahren sollen, dass wir hier aufmarschieren. Wenn das, was ihr da sagt, wahr ist, dann weiß Bashira, wer gewinnen wird. Ich werde tun, worum ihr bittet. Gut, trinkt dies und verschwindet von hier. Macht euch in Richtung der Brücke auf. Das werde ich. Kommt und besucht mich in Waldheim, sobald das hier alles vorbei ist. Vielleicht schulde ich euch ein Bier. Na, vielleicht. Da sehe ich doch gerne zu, wie der Typ verschwindet. Was für eine Knalltüte, ganz ehrlich. So, das Problem ist, wir müssen jetzt da hoch, denke ich. Da steht jetzt aber der Wachposten. Geht der da weg? Ja, er geht ein bisschen weg. Frage ist, wie weit geht der weg? Oh, da hinten steht noch einer. Okay. Da ist noch einer. Wollt ihr mich veräppeln? Oh. Da läuft auch noch einer. Eieieiei, wir laufen mal ganz schnell hier rein. So. Ich werde eure kostbare Fariel nicht töten. Wenn wir Waldheim eingenommen haben, behalte ich sie für mich selbst. Was? Wer seid? Sprecht jetzt von ihr, Schlangenbeschwörer. Ja, der Typ ist cool, den mag ich. Befreit mich, oder ihr seid als nächstes dran. Beruhigt euch, ich bin kein Feind. Ich bin hier, um euch zu retten. Eine Rettung, ja? Das ist sehr schmeichelhaft. Aber ich bin nie unvorbereitet. Ich habe für genau solche Gelegenheiten immer einen Dolch im Stiefel. Ich kann sehr gut allein kommen. Habt ihr irgendetwas von Fariel gehört? Ist sie in Ordnung? Es geht ihr gut. Aber wir müssen euch und die anderen hier rausholen, um die Invasion zurückzuschlagen. Gut. Kämpfen wir uns den Weg frei? Ich habe nichts, um mich zu tarnen. Nehmt einen Schluck hiervon und rennt zur Brücke. Unsere Verbündeten werden dort auf euch warten. Unsichtbarkeit. Hervorragend. Ich mache mich zur Brücke auf. Erschlagt ein paar dieser brackigen Seepockenfreunde für mich. Ja, normalerweise würde ich sagen, weg ist er. Betretet den Leuchtturm. Jetzt haben wir natürlich eine denkbar ungünstige Position. Obwohl, wir müssen nach links. Es kommt drauf an. Natürlich ist da direkt einer vor der... vom Eingang.
Na? Eine Waffe ist in diesem Metier. Es wäre schön, wenn du abhauen würdest. Hallo? Ich komme da aber so nicht rein, oder? Kann ich hier durch? Nee. Ah, ich komme doch rein. Okay. Verräter am Gedenken alte Meris. So, laufen wir mal außen rum, damit wir hier auf niemanden treffen. Das ist der Leuchtturm. Da hinten steht noch einer. Und ich glaube, die Verkleidung ist eh passé, wenn ich dann wieder rauskomme, denke ich mal. So, was haben wir denn hier? Da. Bei der Gnade der Götter, was geht hier vor sich? Warum tötet ihr mich nicht einfach? Mich so warten zu lassen, es ist falsch. Wartet, ihr gehört nicht zu ihnen, oder? Wo zum Vergessen bin ich? Wer seid ihr? Ich bin Gameplayerin und ihr seid in Meereshort. Was ist hier geschehen? Vizevogt Pellidil, dieser grässliche Bastard. Er hat uns in Waldheim gefangen und für irgendein böses Ritual hierher gebracht. Er hat uns ausgeblutet, verstümmelt. Er hat uns die Augen ausgerissen. Ihr Götter, sehe ich überhaupt noch aus wie ein normaler Meer? Ihr kommt schon wieder in Ordnung. Sagt mir nur, wie er euch gefangen hat. Nein, es geht mir nicht gut. Ich liege im Sterben. Und das ist auch gut so. Es war dieses Miststück, Asterils Schwester. Sie gab vor, Asteril zu sein und hat uns in die kaiserlichen Tunnel geschickt. Dort hat das Schleiererbe uns aufgelauert. Sie brauchten Opfer für das Ritual. Was war der Zweck des Rituals? Sie haben Prinz Nämon von den Toten auferweckt. Sie haben ihn zurückgeholt und mit einer schrecklichen Macht erfüllt. Pellidil redete ständig darüber, wie der Prinz eine Armee aus Untoten anführen würde. Ich glaube nicht, dass es so gelaufen ist, wie er es sich erhofft hatte. Warum nicht? Was ist geschehen? Als Nämon zurückkam, war er nicht mehr dasselbe. Es klang so, als würde irgendein böser Geist durch ihn sprechen. Der hat Pellidil ins Gesicht gespuckt. Und dann ist er einfach gegangen. Pellidil war außer sich. Er ist kurz darauf rausgestürmt. Und mehr habe ich nicht gehört. In Ordnung. Haltet durch. Wir werden euch Hilfe holen. Nein, nein. Meine Augen sind fort. Ich bin wohl am ganzen Körper vernarbt. Bitte, ich will nur noch sterben. Wartet. Ich verlange nur, dass sie dafür zahlen. Ja. Dafür zahlen werden sie. Achso, werden sie auf jeden Fall. Wir müssen noch eins höher. Das Leuchtfeuer ist hier. Einmal wieder runter. Und mal schauen, wo wir jetzt hin müssen. Okay. Also wir müssen wieder komplett zurück, so wie es aussieht. Da, wo wir quasi hergekommen sind. Dann würde ich fast sagen, oder ist noch was zu lesen? Moment. Die sind jetzt sowieso alle rot. Ach so, okay. Nö, dann können wir auch die Verkleidung, die sieht ja gar nicht so schlecht aus, aber dann können wir auf jeden Fall die Verkleidung, ne? Du kannst gerne da durchlaufen, mir ist das egal. Ich wollte noch eben das Buch hier mitnehmen. Die Verkleidung ignorieren, das wollte ich sagen. So. Und dann einfach durchrennen. Wobei ich eigentlich reiten wollte, aber das ist ja jetzt auch egal. Ja, kommt ruhig alle her, ist mir egal. Ich will nur wieder zurück. Damit wir das Ganze hier nicht noch künstlich verlängern. Hui! Kuckuck!
noch einen Haufen und ich werde sie ebenso zerschmettern. Ich könnte den ganzen Tag Seewipern töten. Ich auch. Gute Arbeit, meine Freundin. Jetzt werden wir das Heiligtum schnell wieder unter Kontrolle bringen. Aber wir dürfen hier nicht aufhören. Der Kampf hat gerade erst begonnen. Ich dachte, wir müssen sie nur zurücktreiben. Das hatte ich gehofft. Aber anscheinend ist Vizevogt Pelidil in See gestochen, bevor wir ankamen. Ich vermute, er wird zu fliehen versuchen, sobald er merkt, dass seine Truppen die Küste nicht mehr halten. Daher müsst ihr ihm nachsetzen. Ihr müsst verhindern, dass Pelidil entkommt. Wie komme ich dorthin? Kapitän Jimila und ihre Mannschaft haben die Vagabund zurückerobert. Und sie meint, das Schiff wäre einsatzbereit. Sie können sofort die Segel setzen, sobald ihr an Bord kommt. Möget ihr den Wind im Rücken haben, meine Freundin. Und möge Pelidil rasch vor eurer Stärke fallen. Danke, danke. Die Frage ist jetzt nur, müssen wir jetzt Richtung Wasser? Ja, sieht so aus, ne? Es wäre schön, hallo, wenn ich hier mal durchretten könnte. Aua. Aua, aua. Haut ab. Ich muss nur zum Schiff. Lasst mich in Ruhe. Hallöchen. Da seid ihr ja. Beeindruckende Arbeit vorhin. Die Maormer wussten nicht, wie ihnen geschieht, als unsere Truppen hineingestürmt sind. Und ich habe mein Schiff wieder. Und seid ihr bereit, in See zu stechen? Natürlich. Die Vagabund lag schon viel zu lange im Hafen. Sie ist bereit, diesen Hurensohn Pelidil zu rammen, sobald wir ihn eingeholt haben. Und wir werden ihn rasch eingeholt haben. Darauf habt ihr mein Wort als Kapitän. Gut. Je schneller wir Fahrt aufnehmen, desto schneller fangen wir Pelidil. Anker einholen. Setzen wir die Segel. Der Kampf hat begonnen. Beeilt euch, sie brauchen euch oben. Okay. Lass mich doch mal durch. Da. Moment, war da unten noch was zu lesen? Nee. Göttin, das ist Magierfeuer. Räumt das Ding! Wehrt die Maoma ab. Hallo? Ich wollte gerade sagen, ich habe keinen Ton mehr. So. Kommt ruhig alle her. Ich mach euch. Oh, Seeschlangen haben sie auch. Sie haben eine götterverdammte Seeschlange beschworen. Ja, habe ich gerade gesagt. Kann man die abknallen? Die stehen hier gerade so günstig. Gebt acht. Sie wird uns rammen. Das ist schlecht. Vorsicht! Hallo? Leute? Ladet die Flammenwerfer! Brennt die Bestie nieder, bevor sie uns kentern. Genau. Das hat dir nicht gefallen. Weitere Einschläge, gebt ab! Kommt nur her! Flammenwerfer! Zerstört diese verdammte Schlange! Ha, ich denke mal, da wird es jetzt nicht nochmal. Oh. Hallo. Schlangi, Schlangi, Schlangi. Bist du ein Gegner oder warum stehst du da so komisch? Weil er wartet, dass die Schlange angreift. Okay. Etwas unübersichtlich gerade, aber gut, ich sehe die Schlange nicht mehr. Die war, glaube ich, jetzt links von mir, oder? So, werd die Maorma ab. Die Schlange habe ich, glaube ich, jetzt dreimal getroffen, wenn ich das richtig sehe. Harr, harr, komm nur her. Oh. Sie teleportieren sich. Bereitet euch vor, die Angreifer abzuwehren. Ja, das hat mit dem Block ja jetzt super toll geklappt. Kann ich da auch mal hin? Hallo?
Also im Block geht die trotzdem ein ganzes Stück zurück, okay? Das ist nervig, aber okay. Erobert diese Portale. Wir werden sie für einen Angriff benutzen. Ach so. Nein, nein, du sollst eh drücken. Haha, jetzt schlagen wir zurück. Gebt auf, ihr Luschen. Ich verfütter euch an LeChuck. Ich fürchte den Tod nicht, denn der wahre König ist erwacht. Selbst wenn ich falle, wird Nemon meine Rache sein. Nemon hat den Stab des Magnus. Ihr könnt nichts tun, um ihn aufzuhalten. Malo? Steckt eure Waffen weg. Die Schlacht ist gewonnen. Ja, das sagst du ja auch, wenn wir noch nicht gewonnen haben. Deswegen frage ich jetzt mal. So, aber ich denke, wir können wieder zurück, ne? Und die gute Kunde verbreiten. Die Seeschlangentöter! Ihr habt es geschafft. Ich hatte schon Zweifel. Aber ich vermute, der Vizevogt wird keine Gefahr mehr sein. Ja, Pilidil ist tot. Dann ist das ein Grund zum Feiern. Lasst uns zurück zur Küste und Major Cirinwe die guten Neuigkeiten überbringen. Seid ihr bereit, zurückzusegeln? Ja, segeln wir zurück. Bei Jonne und Jode. Ich wusste nicht, ob wir es daraus schaffen würden. Aber ihr hört nie auf, mich zu beeindrucken. Anscheinend ist es immer aufregend, wenn ihr da seid. Kommt ihr an Land? Nein, ich werde an Bord der Vagabund bleiben. Ich vermisse sie so schrecklich, wenn wir voneinander getrennt sind. Deshalb werde ich unseren Sieg hier auf Deck mit meiner Mannschaft und ein paar Flaschen doppelgebrannten Mondzucker feiern. Geht ihr mal ruhig, genießt diesen Sieg. Das habt ihr euch wirklich verdient. Ja, und wir haben ein einhändiges Schwert vom Bienenhüter erhalten und einen Fertigkeitspunkt. Sehr schön, sehr schön. Ach so, ich dachte, wir müssen jetzt noch mal kurz mit dem Captain reden, aber offenbar nicht. Was ein bisschen irritierend ist, dass wir keine neue Quest erhalten haben. Ich glaube aber, bin da schon mal drauf reingefallen. Ja genau, die kommt nämlich hier unten, wenn ich runtergehe. Okay. Die Königin muss von unserem Sieg hier und heute erfahren. Ja, das wird sie auf jeden Fall, das wird sie auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, bevor ich das jetzt annehme, sparen wir uns das erstmal auf, weil wir sind jetzt doch sehr lang gewesen in dieser Folge. Im Prinzip haben wir ja zwei Sachen gemacht. Und ja, ich würde sagen, dass wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.